So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, wir haben uns hier einer Quest angenommen, wo wir Fackeln anzünden müssen. Das Problem ist, unsere Handfackel, die geht in so einem starken Regen natürlich einfach wieder aus. Das heißt, theoretisch gesehen müssten wir, wenn es geht, sobald kein Gewitter mehr ist und sobald kein Regen mehr kommt, wenn ich da unten auf die Uhr gucke, dann kriege ich schon wieder das Kotzen, weil der Regen wird ziemlich schnell wiederkommen. Das ist eine super Quest, ganz ehrlich. Zünde die Fackeln an, aber du kannst deine Fackel im Regen nicht benutzen, weil dann geht sie aus. Und, och, wir sind hier blöderweise an einer Stelle, wo es eigentlich nur regnet. Ah, sehr blöd gelaufen, tut mir aber leid. Tut's euch nicht, Entwicklern. Tut es euch definitiv nicht. Gut, die Frage ist, können wir in der Zwischenzeit irgendwas anderes machen? Ladida, ich hacke Holz. Hurra. Ich muss allerdings aufpassen. Nicht, dass ich hier einen Blitz abkriege. Das wäre blöd. Weil die Holzfällerachse ist natürlich aus Metall. Ja, und dementsprechend wird natürlich auch der Blitz ein wenig magisch angezogen von dem Metall. Holzbündel. Ganz viele Holzbündel. Brauchen wir eh noch für Taburasa. Wir wissen es ja. Ich rode hier den Wald. Was eigentlich keine gute Sache ist, aber ja, wir müssen es machen. Es ist sehr... Oh. Hier wurde ein Fuchs entweder vom Blitz getroffen oder vom Baum erschlagen. Eins von beiden. Oder ein Wolf. Es brennt. Wie das Gewitter hier einfach alle Bäume abhackt. Abholzt. Ich meine, wenn wir mal so hier so gucken, ist schon deutlich weniger geworden. Nicht nur von mir. Ich hoffe, der Regen hört bald gleich endlich mal auf. Huch, Ausdauerheuschrecke. Cool, Ausdauerschrecke heißt die. Ich hoffe, der Regen hört bald mal auf, dass ich hier weitermachen kann. Das fand ich auch damals schon sehr bescheiden geregelt. So, jetzt hört es langsam auf. Ja, gut, es regnet nicht stark genug, als dass die Fackel dadurch ausgehen könnte. So, jetzt gehe ich aber da hinten den Weg lang oder hier vorne? Hier vorne ist besser. Wir müssen uns beeilen, weil laut Uhr kommt nämlich gleich wieder Regen. Und das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Wofür brauchen wir das blaue Feuer eigentlich? Das habe ich gar nicht erzählt. Aber willst du mich verarschen, Link? Der will mich doch verarschen hier. Der Freche, der. Boah. So. Da renne ich halt einen anderen Weg. So, hast du jetzt davon. Oder ich renne um die Steine rum. Das würde auch wieder... Ich habe schon wieder Druck auf den Ohren. Die ganze Zeit war nichts, die letzten zwei Parts, glaube ich. Nee, der letzte Part. Und jetzt auf einen Schlag ist wieder da. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das ist bei mir irgendwie furchtbar. Und ich hasse es. Ich hasse es. So. Damit wir die schon mal haben. Jetzt rennen wir weiter, weil hier irgendwo auf dem Weg ist auch wieder eine. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenigstens haben sie ja immer so Zwischenstops eingebaut. Dass man dann nicht immer den kompletten Weg neu rennen muss. Aber ihr seht ja, selbst das bringt nicht viel. Ist hier noch irgendwo eine Fackel oder schaffen wir es noch bis zu der nächsten? Ja, kam gerade ein Eichhörnchen runter. Ach, hier wäre der andere Weg lang gewesen. Ah, okay. Also es gibt tatsächlich mehrere Wege. Gut. Fackel. Wunderbar, jetzt kann ich weiterlaufen. Lass es jetzt nicht sofort anfangen zu regnen. So kurz vorher Regen, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. So, jetzt kann ich aber jederzeit hier anzünden. Wunderbar. Das Akala-Institut wurde als Teleportziel aktiviert. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt rüste ich auch mal wieder meine normalen Waffen aus. Dü-dü-dü. Am besten Schild vielleicht jetzt nicht unbedingt. So, zack. Yep. Du, Link, hör mich an. Cherry ist wieder gesund. Das muss die Kraft der Liebe sein. Meine Liebe hat Cherry wieder zum Laufen gebracht. Die Feuerschale. Du hast sie angezündet? Danke. Hier eine Belohnung für dich, als Dank, dass du Sherry wieder aktiviert hast.
An dicker Fall mal 3. Geil. Auf Grundlage des Geheimwissens der Shika habe ich sie immer weiter verbessert. Und jetzt sind es Anti-Verheerungswaffen oder kurz AVW. Sieh mal, das hier sind meine Babys. Die antiken Pfeile. Meine Sherry kann nicht nur antike Pfeile herstellen, sondern auch allerlei antike Ausrüstung. Versuch doch mal, sie mit antiken Materialien und Rubinen zu füttern. Rubine? Hoppla, hast du das gehört? Du musst verstehen, Link, unser Forschungsbudget ist stark geschrumpft, seit diese dumme Sache mit der Zerstörung von Schloss Hyrule sieht als dein Beitrag zur Wissenschaft. Lass uns nicht lange fackeln. Gemeinsam besiegen wir die Verheerung. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Willkommen. Bitte Materialien und Rubine eingeben. Antike Ausrüstung verfügbar. Ich kann keine Üs. Antiker Pfeil mal 5, 400 Rubine und Holzpfeile. Habe ich natürlich nicht. Ah, antikes Schwert, antiker Schild, antikes Großschwert, was aussieht wie eine Kettensäge. Antike Lanze, antiker Bogen. Der ist übelst gut. Antiker Helm. Antike Rüstung, antiker Beinschutz. Aber viel zu viele Rubine, als dass wir uns das mal eben so leisten könnten. Das ist blöd. Das ist im Allgemeinen blöd, weil wir haben keine Holzpfeile mehr. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Okay. Dann würde ich fast sagen, sollten wir vielleicht mal schnell zu Terry unten am Stall. Da wird der Terry wahrscheinlich irgendwo sein. Dann können wir ein paar Edelsteine verkaufen. Weil wir haben ja wieder ein paar. Und wir könnten Pfeile kaufen. Zwar wahrscheinlich nicht sonderlich viele, wahrscheinlich maximal 20 Stück oder so. Aber dann können wir uns schon mal antike Pfeile holen. Die Dinger, die sind so übel. Aber leider, und das muss man einfach so sagen, dass es leider ist, wenn man die antiken Pfeile zum Beispiel bei Leunen einsetzt. Es ist hyper effektiv, allerdings, also mit hyper effektiv meine ich, es ist One-Shot. Ungelogen. Ein Schuss, ein Treffer, das Ding ist tot. Allerdings gibt es das Problem, dass man dann keinen Loot bekommt. Also sämtliche Waffen verschwinden dann auch einfach im Nichts und ja. Also sie sollten wirklich eigentlich nur im Notfall benutzt werden. Ach guck mal, hier hätte ich es auch anzünden können, verdammt. Stall von Ost-Akala. So. Terry wollte ich, ne? Da ist er. Ich wollte gerade sagen, in der Nähe vom Stall befindet sich ja immer Terry. So. Wie ein Hühnchen. Oh, ich hatte so das Gefühl, dass wir uns wiedersehen werden. Mir scheint, sie schleichen mir hinterher. Aber egal, wie sehr sie mich mögen, damit muss Schluss sein. Oh je, jetzt bin ich wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen. Verzeihen Sie mir meine vorschnelle Schlussfolgerung. Was hätten Sie denn gern oder möchten Sie was verkaufen? Erstmal verkaufen. Oh, was möchten Sie denn verkaufen? Edelsteine. Huch. Wo sind sie denn? Da. Alter, wie viel wir haben. Opal? Wie viel? Alles. Oh, 660 Rubine. Jojo. Ich hab noch mehr. Bernstein? Wie viele? Alles. 630 Rubine. Oh, toll, toll. Aber wir haben noch mehr. Da oben sind sie. Ach. Topas, 180 das Stück. Diamant? Alles. Oh, 2500 Rubine, okay? Jawohl. Okay. Dann Saphire kann ich auch noch verkaufen. Alles. 1300. Wir werden reich. Wir werden einfach reich, Leute. So. Rhodonit brauchen wir auch nicht. Können wir uns ja jederzeit am Todesberg alles wiederholen, ne? Das ist ja kein Ding. Alles verkaufen. 900 Rubine. So, damit haben wir jetzt 9661 Rubies. Und jetzt kaufen wir erstmal ein paar Holzpfeile. Vorrat 20, sag ich doch, 30 Pfeile. Alles. Oh, da hat eine Maxi-Rübe, 2 sogar. Das ist gut. Die können wir dann nämlich auch gleich mal mitnehmen. Ich habe übrigens offscreen noch ein paar Sachen gekocht. Da habt ihr nicht viel von gesehen. Unter anderem habe ich auch ein bisschen Ausrüstung, ja. Medizin hergestellt. Das war's. Damit wir dann nämlich in der Wüste nicht blöd dastehen.
Das kann nämlich sehr schnell passieren, weil die Wüste, die Hitze, ne, das ist ja die Sonneneinstrahlung und so, das kann schon mal wehtun. Und dementsprechend habe ich ein bisschen vorgesorgt, indem ich Wüstenmedizin, ich kann es ja mal kurz zeigen. Wo ist sie denn? Am Todesberg. Feuerrüstung. Ah, hier ist er. Kühlungsmedizin. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Ansonsten verrecken wir nämlich. Und das ist nicht einfach so gesagt, das ist tatsächlich so. Du verreckst dann in der Wüste einfach. Was ja auch irgendwie Sinn macht. Bis wir eine spezielle Rüstung haben. Aber das will ich noch nicht spoilern. Seht ihr, jetzt hätten wir nämlich schon wieder verkackt mit der Fackel. Och, wisst ihr was, wieso mache ich mir das eigentlich so kompliziert? So. Der Aufstieg da auf den Berg ist halt übel. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck, ich mute mich. So, rechtzeitig zum Warp-Ziel wieder da. Wunderbar. Ich bin gerade fast sogar am Über... In Betrieb. Alles klar. Die Rüstungen zu... Ah, sind 6000 Rubin auf Anschlag. Das ist übel. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist ein paar Pfeile. Und dann nehme ich 5. Vorgang läuft. Piep. Vorgang läuft. Piep. Bitteschön und weiter. Ein antikes Schwert würde ich gerne mitnehmen. Für 1000 Rubine, Alter. Vorgang läuft. Und den antiken Bogen. Und wisst ihr was? Antike Rüstung. Abwehr gegen Antik. Nehmen wir auch noch mit. Vorgang läuft. Beep. Dankeschön. So. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. So, und hier können wir uns jederzeit nämlich antike Pfeile und alles gegen das entsprechende Geld natürlich besorgen. Und das ist echt praktisch. Wenn wir jetzt mal ins Inventar gucken, wo ist denn da die antike Rüstung? Sieht natürlich äußerst merkwürdig aus. Was will meine Uhr? Zeit aufzustehen. Nö, so, da habe ich es gegeben. So, das Ausrüsten, wo haben wir es denn? Der antike Bogen. Auf 44 geht das hoch. Ein starker Bogen, der den Robelus-Forschung hervorgebracht hat. Dank Antik... Schießt der Pfeile in einer schnurgeraden Flugbahn ab. Und das ist das Geile. Es gibt keine Ballistik bei dem Pfeil. Das heißt, wo du hinzielst, da triffst du auch. Ansonsten das Schwert. Klingt aber, das scheint mir, wenn das Schwert gezogen wird. Und es ist schärfer als fast jedes Metall. So, die stärkste Version. Ach nee, Digga, klar. Gut. Dann bin ich gerade am Überlegen, was kann man hier noch machen? Man könnte theoretisch gesehen hier zum Irrschloss. Das machen wir auch. Das Irrschloss und demnächst werden wir uns dann, so ab dem übernächsten Part wahrscheinlich, werden wir uns dann damit befassen, in die Wüste langsamer vorzudringen. Echter Statue. Na, kann ich ein paar. Tatsache. Antike Achse. Yeah. Antike Achse. Wunderbar. Da hinten ist der Schrein am Irrschloss. Hallo, Herr Wolf. Hoppala. Das war so nicht gewollt. Ah, darüber. Das wird lustig. Also, wir haben ja schon mal ein Irrschloss gemacht. Das hier ist allerdings ein spezieller Fall, weil hier sind nämlich noch Wächter. So wie es bislang aussieht. 2, okay. Waren es hier insgesamt irgendwie 4? Wir müssen uns auf jeden Fall den Weg da durchbahnen. Man kann es sich, allerdings 3 sogar. Uiuiui, 4! Siehst du, da sind die 4, die ich sagte. Man kann es sich theoretisch gesehen echt leicht machen. Und da bin ich gerade am Überlegen, ob ich es mir leicht mache oder ob ich es sein lasse. Also normal mache, so wie sie es wollen. Das ist halt die Frage. Irland. Übrigens finde ich das witzig, es ist eine Insel und es heißt Irland.
Das Wortwitz. Junge, Junge, Junge. Wer auf dieser Insel weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Ne, Jugendsprache. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Ja. Ist das ein Läufer oder ist das nur ein... Das ist ein Läufer, okay. Good to know. Gucken, das Masterschwert ist ausgerüstet. So. Wunderbar. Das Masterschwert ist übrigens extrem effektiv gegen die Wächter. Deswegen nutze ich es auch gegen die. So. So. Jetzt erstmal die Achsen einsammeln und Schrauben und noch mehr Schrauben. Achsen. So, du willst unbedingt schießen, wenn du der Meinung bist. Zu früh! Er hat sich selber getroffen. Idiot. Perfekt. Wunderbar. Haben wir den Wächter schon mal weg. Und wenn mich nicht alles täuscht, laufen hier im auf Irland mehrere Wächter rum. Und das ist halt echt übel. So. Ich habe mich aber gerade entschlossen, wir machen es so, wie es gewollt ist. Gucken am besten mal, wo wir hin müssen. Da, das ist eine Sackgasse. Theoretisch gesehen müssen wir durch den vorderen Eingang. Okay. Dip, dip, dip. Also ich gehe einfach davon aus, dass es der Weg ist. Durch Irland. Ich finde das so witzig. Oh, ich habe mich schon einmal verlaufen. Na toll. Zweimal verlaufen. Das ist schon mal ein gutes Omen. Aber ich muss ja in echt nur... Echt jetzt? Oh, ups. Ja, mein Fehler, okay. Gestehe ich mir ein. So, der Rest ist wieder eine Sackgasse. Das ist das Schöne, dass man das auf der Karte so sehen kann. Ich renne direkt in die Sackgasse. Na, so habe ich es beim letzten Mal gemacht. Also beim ersten Mal, ich bin einfach hochgeklettert. Wurde mir irgendwann zu blöd. So, jetzt bin ich aber schon mal auf dem richtigen Weg. Wunderbar, wir haben auch noch 3 Minuten Zeit, also passt alles. Und ich habe mich schon wieder doppelt, weil ich wieder den Druck auf dem Ohr habe und da kriege ich einen Knall. Diese Nischen, wo man rein kann. Oh, ich wäre nicht ich gewesen, wenn ich es nicht versucht hätte. Ne? Also da diese Nischen. Die sind, soweit ich weiß, dafür da, dass man sich verstecken kann, sollte ein fliegender Wächter kommen und man ist nicht bereit. Den einmal. So. Wunderbar, haben wir uns hier einen Weg aufgemacht. Hier wollte ich eigentlich nicht lang. Ich wollte eigentlich... Hier müsste es jetzt geradeaus weitergehen. Nee. Hier habe ich mich doch schon wieder verlaufen. Nee, hier bin ich richtig. So, da und dann da den Weg lang. Sehr schön. Hoffentlich ist hier auch was. Ja doch, hier sieht es so aus, als würden wir auf die nächste Ebene kommen. Sehr gut. Oh, nee. Waffentasche ist voll. Okay. Haben wir denn irgendeine Waffe, die wir wegschmeißen können, die wir echt nicht brauchen? Ja, das Eisvogelschwert im Vergleich zu einem Königsschwert ist das schon etwas besser, ne? Gut, leider bin ich jetzt ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es hier weitergeht, aber ich denke mal, es wird da weitergehen, wo wir da den Block weggeschoben haben. Zumindest macht das am meisten Sinn. Ach, ich liebe die Irrschlösser. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 Stück davon. Eins haben wir ja schon mal gemacht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also ich gucke jetzt mal ganz kurz auf der Karte. Hier ist ein Irrschloss. Das haben wir gemeistert. Noch ein Irrschloss ist hier irgendwo. Ist hier nicht sogar noch eins? Ne, das nächste ist tatsächlich hier. Oder 3 Stück. Es gibt auf jeden Fall mehrere. Was allein dadurch bewiesen ist, dass wir jetzt schon wieder hier in einem Irrschloss sind, nicht? War?
Ich renne doch schon wieder in die falsche Richtung, oder? Ich gucke immer nebenbei so ein bisschen auf die Karte, aber dadurch, dass die Karte so relativ klein ist, sehe ich natürlich nicht viel, ne? Hier ist wieder eine... Oh! Königsschwert! Ah, toll. Dann mal kurz gucken. Haben wir irgendeine Waffe, die wir nicht brauchen? Die Fackel behalte ich erstmal. Aus bestimmten Gründen, ne? Wir wissen schon Bescheid. Die Wächterlanze will ich nicht unbedingt wegschmeißen eigentlich. Ah. Feuergroßschwert, weil, ganz ehrlich, ich mag keine Großschwerter. Hey, es fliegt und zischt. Königsschwert. Yay. So, und leider Gottes würde ich sogar sagen, beende ich hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir hier das Irrschloss fertig machen, hoffentlich. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar und ich sage Tschüss und bis dann, irgendwann. Ranchi. Bye.